Ja, um es gleich vorwegzunehmen, ich muss von meinem Handy aufnehmen, weil irgendwie meine Kamera spinnt, warum auch immer. Und da ich keine Handyhalterung habe, muss ich jetzt das Ganze einfach so im Stehen aufnehmen. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Regt mich so auf, irgendwie mit der Speicherkarte ist was nicht in Ordnung. Die Aufnahmen werden alle 10, 20 Sekunden unterbrochen. Ich habe es versucht, ging aber absolut nicht. Meine Nerven. Und deswegen machen wir das Ganze jetzt so. Für alle die, die mich sonst nicht anschauen, meine Videos, die mich nicht kennen, sondern einfach jetzt wegen diesem Car-Review da sind. Ich bin kein professioneller Car-Reviewer. Es ist einfach wirklich meine persönliche Meinung. Wie in vielen Sachen, ich sage das auch immer wieder, es ist wirklich meine Meinung. Ich bin ein bisschen BMW-verrückt, deswegen ist das Ganze vielleicht auch nicht so objektiv, sondern eher auch ein bisschen subjektiv. Aber ich werde trotzdem versuchen, das Ganze so gut wie möglich rüberzubringen. Also erstmal das Fahrzeug. Ich nehme jetzt kurz so eine Liste, weil das hat wirklich eine Ausstattung. Ist ein 320D X-Drive, eine Limousine, 190 PS. 2 Liter Motor, Saphir schwarz und drin Alcantara, Leder, also mit den Sportsitzen, weil das ist ein M-Sportpaket. Dann größerer Kraftstofftank, wusste ich gar nicht, dass BMW das hat. Das hat ja immer Mercedes irgendwie gehabt. Dann 19 Zoll, leider jetzt mit 17 Zoll Winterrädern, kann man jetzt nichts machen. Ist auch ein bisschen schwammiger das Ganze als sonst. Dann hat es die M-Sportbremsen, spürt man wirklich auf der Autobahn. Gestern sind wir zu viert unterwegs gewesen und es spürt man wirklich. Also den Unterschied, ich habe ja, gut, ich hatte den Vorgänger, also ich blende auch nochmal hier mein altes Auto ein, den 318D, das war das F30 Modell. Und mit dem habe ich knapp über 200.000 gemacht, ohne Reparaturen, ohne jegliche Reparaturen. Gehen wir weiter. Also Anhängerkupplung schwenkbar ist automatisch. Also man drückt so ein Knöpfchen und dann kommt die Anhängerkupplung ausgefahren, elektrisch und genau das gleiche auch wieder umgekehrt. Glas, Schiebe, Hebedach, elektrisch natürlich auch. Ist auch eine schöne Sache. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der das oft aufmacht, aber ich weiß, dass es viele freut. Sonnenschutzverglasung, also hinten getönte Scheiben, Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Instrumententafel, Sensatec, das ist so ja, wie eine Lederimitation, M-Sicherheitsgurte halt mit diesen Blau, also mit den M-Farben von BMW, LED-Nebelscheinwerfer, Driving Assistant, BMW Laserlicht, Parking Assistant Plus, also dieses Surround You, Head-Up-Display, DAB-Tuner, also digitaler Tuner für Radio, Harman Kardon Surround System. Also es ist so, soweit mir bekannt, alles in dem Entertainment-Paket. Dann haben wir Connected Package, BMW Live Cockpit Professional. Das ist also dieses schöne neue Cockpit, wo man dann drin wählen kann, es hat diese Anzeige, diesen G-Sensor, dann wie viel Newtonmeter oder wie viel Kilowatt gerade das Fahrzeug von sich gibt. Hier Radio, ja, in welchem Modi, also Komfort, Sport oder Eco Pro, also hat man ja auch hier. Wir machen das Ganze jetzt wieder auf Komfort. Dann haben wir hier den Verbrauch, also bei 7,2 Liter, das ist ab Werk, also der hat jetzt so 4.500 runter oder so, 4.315 und der hat einen Durchschnittsverbrauch, das ist ein Testwagen, also muss man wirklich auch sagen, also das ist ein Verbrauch, bei dem Auto ist Wahnsinn. Dann, wie gesagt, hat hinten, also hat dann die BMW Gestiksteuerung, WLAN Hotspot, M-Heckspoiler, M-Sportpaket,
Individual Hochglanz Shadowline, also draußen ist nicht diese Chromleisten, sondern ist alles in schwarz gehalten. Innovationspaket, Entertainment-Paket, Business-Paket, Professional. Also das ganze Listenpreis knapp über 68.000. Bei Autohaus Reisacher, die haben mir das Auto zur Verfügung gestellt. Wie jedes Mal, wenn ich einen BMW, also da habe ich auch meinen neuen gekauft. Und der kostet jetzt so knapp 65.000. Also wir reden jetzt hier vom Neupreis. Und wenn ihr euch dort bei Daniel Funk meldet, bin ich mir sicher, dass der noch ein bisschen besseren Preis machen kann. Ich bin, wie gesagt, ich will auch gleich sagen, wer mich nicht kennt, ich mache hier keine bezahlten Werbung oder so. Ich habe lediglich das Auto für 2 Tage zur Verfügung gestellt bekommen und sage jetzt hier halt, wie gesagt, meine Meinung. Ich höre oft und lese oft, Luca, das ist viel zu kleines Auto für dich und bla 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 bla. Ja, mag sein, dass es jemand so sieht. Ich persönlich sitze hier wirklich perfekt. Das Problem ist natürlich hinter mir gibt es absolut keinen Platz, wenn ich den Sitz so einstelle, wie ich das wirklich mag. Aber eigentlich ist es auch bei meinem 5er, also ich blende hier auch nochmal das Video von meinem 5er ein, M550D, wen es interessiert, sehr schönes Auto. Ist es auch nicht viel besser. Ja, ein bisschen mehr Platz ist drin. Ich glaube, der ist jetzt 4,71 Meter lang, also ist gute 6-7 cm gewachsen gegenüber den alten, und trotzdem kann man hier eigentlich, was platztechnisch angeht, ist der mindestens genauso schlecht wie der alte. Ich bin 2 Meter groß, 145 Kilo, ist halt, ja, aber ich sitze wirklich perfekt. Also wenn ich jetzt hinter mir niemanden habe, wenn ich alles das einstellen kann, so wie es mir passt. Die Kopfstützen finde ich ein bisschen blöd, weil wenn man die nach oben tut, gehen die auch nach vorne und dann stören die mich hier im Nacken. Also die Sitze gefallen mir nicht ganz, muss ich ganz, ganz offen sagen. Aber sonst, das große Display, Navi, Touchscreen, dann also die ganze Konsole hier in der Mitte, praktisch wie beim neuen X5, auch hier das Tacho und alles, das neue Lenkrad, also wie beim neuen X5 oder beim das Tacho auch wie beim 8er BMW oder beim 7er Facelift, also es hat jetzt die Designsprache vom BMW, das Auto von außen, also jetzt hat es halt diese 17 Zoll Felgen, aber mit 19 Zoll Felgen, also ist für mich ist es einfach nur in Weiß würde ich den kaufen. Und dann halt mit diesem Shadowline, mit diesem Schwarz abgesetzt. Es ist also für mich ein Traum. Also das Auto ist einfach sehr schön. Ist ein 320D X-Drive, wie gesagt. Ob das genug ist, 190 PS? Ja, eigentlich ja. Gestern waren wir zu viert unterwegs. Auf der Autobahn ist natürlich jetzt nicht so der Burner oder wie man das so schön sagt. Wenn du jetzt aus dem M550D reinkommst mit 400 PS und 760 Newtonmeter, der hat hier 400 Newtonmeter, ist auch nicht wenig, aber eigentlich reicht dieses Auto. Wer jetzt wirklich mehr Vorschub haben will, wer auch auf der Autobahn über 200 unterwegs ist und so, ja klar, dann muss er halt den 330D nehmen mit 200, ich werde jetzt lügen, ja, um die 260, 70 PS, ich weiß es jetzt nicht genau, nagelt mich nicht fest. Aber alles in allem, es ist einfach, das Auto ist so schön, alles in meinen Augen. Ich weiß, es ist Geschmackssache, es ist Ansichtssache. Von außen, hinten die Rückleuchten, vorne, wie grimmig der schaut, dann dieser Kühlergrill, alles in schwarz. Für mich also wirklich jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, eines der schönsten Autos, die es so auf dem Markt überhaupt gibt. Ich kann mir jetzt nur vorstellen, was da der neue 5er, wenn der rauskommt oder vielleicht auch das Facelift, das Auto wird, denke ich, wenn auch mit diesen 3D-Rückleuchten, wenn das kommen sollte, es wird ein interessantes Ding. Es wird ein interessantes Ding. Ja, was kann ich eigentlich noch dazu sagen? Wie gesagt, Verbrauch, BMW hat da ja brutalst Verbrauch. Platzangebot, klar, Passat, Skoda oder wie man das auch immer nennt.
Zum Beispiel mein Mitarbeiter, der hat ja den Octavia, der hat viel mehr Platz als das Auto. Superb, da will ich gar nicht von reden. Es ist fast wie ein Maybach drin. Also nicht wie ein Maybach, aber fast. Also wirklich mindestens wie eine S-Klasse oder 7 oder so lang Version oder ein A8. Ist einfach so, weil die haben vorne den Motor quer eingebaut. Die haben Vierzylindermotoren. Hier geht auch ein Sechszylinder rein, wird längs eingebaut. Ist halt natürlich vom Platz her, nimmt der Motor viel. Auch wenn das jetzt ein Vierzylinder ist, das ist halt auch konzipiert, der Motorraum für den Sechszylinder. Und dann ist einfach klar, dass da weniger Platz ist. Aber ich sage jetzt mal so, für Normalgewachsene oder wenn man nicht zu viert unterwegs ist, also mit der ganzen Familie, dann kann es auch 2 Meter groß sein und du sitzt wirklich gemütlich drin. Außer jetzt diese Kopfstütze, die mich einfach tierisch aufregt. Das war's eigentlich. Wie gesagt, ich hoffe, das ganze Video hat euch gefallen oder sonst auch solche Videos gefallen euch. Ich habe versucht, das Ganze ein bisschen besser und schöner zu machen. Es ging aber leider, wie gesagt, wegen der ganzen Kamera nicht. Ich konnte nicht mein ganzes Equipment mitnehmen, weil wir sind mit dem Flugzeug unterwegs gewesen, Ryanair. Und da musst du wirklich auf jedes Kilo aufpassen. Da habe ich nur die Kamera reingeschmissen. Eine Speicherkarte, das war der Fehler. Heute ist Sonntag, ich kann mir auch keine kaufen. Ja, ist halt Anfängerfehler, muss man so sagen. Ich denke aber trotzdem, dass die meisten von euch wird das Video gefallen und ihr habt auch verstanden und gesehen, was ich so übermitteln wollte. Wie gesagt, sehr schönes Auto. Kann man sich, also ich würde euch wirklich raten, fahrt mal so ein Auto Probe und dann werdet ihr einfach sehen, was ich damit meine. Auch wenn jetzt jemand aus irgendwie so einem billigeren Segment kommt, andere Marke, ich will jetzt keine Marke schlecht reden, aber wenn man sich hier reinsetzt, also wenn man sich reinsetzt, dann weiß man einfach, was ich damit sagen will. Es ist einfach wirklich gelungen, das Auto. Ich weiß, ich komme wieder auf die Geschmacksfrage zurück. Ist natürlich definitiv Geschmackssache, aber ja, in meinen Augen, aber wirklich Note 5, außer jetzt, ich sag's nochmal, die Sitze. Und ja, also wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, kommentieren, fleißig kommentieren, nicht vergessen. Habt ihr vielleicht das Auto schon Probe gefahren? Wenn nicht, wenn ihr aus Bayern seid, ruft an in Memmingen, Autohaus Reisacher, bei Daniel Funk. Er kann euch weiterhelfen. Er kennt sich wirklich auch bestens aus, gibt euch auch wirklich gute Konditionen. Lohnt sich sowas anzuschauen. Ja, und das war's eigentlich. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao.